wie man die neuen Kampfgruppen bei Company of Heroes 3 in der neuen Erweiterung aktiviert, werde ich euch jetzt erklären. Dazu geht ihr unter Kampfgruppen hinein. Da findet ihr die australische Verteidigungskampfgruppe und die Schlachtfeldspionagegruppe vom Afrika-Korps. Die wählt ihr dann aus und müsst sie jetzt mal kaufen. Sie ist aber rein kostenlos. Auf Kaufen drücken. So, jetzt ist sie freigeschaltet und das gleiche bei der australischen Verteidigungskampfgruppe. Macht ihr das gleiche. Hier steht 0 drauf, es kostet euch gar nichts. Kaufen. Und dann schließen. Es ist freigeschaltet. Ihr seht, beide sind jetzt in eurem Besitz. Das Ganze wollen wir natürlich jetzt aktivieren. Dazu, oder ausprobieren, dazu geht ihr rein in ein Spiel. Müsst zuerst eine Kampfgruppe aussuchen, die ihr deaktiviert bzw. ablegt. Erst dann könnt ihr die neue Kampfgruppe ausrüsten, denn insgesamt könnt ihr nur 3 Kampfgruppen im Spiel haben, unter denen ihr dann auswählt. Ja, hier seht ihr die ganzen Vorteile. Ich würde euch empfehlen, alles mal durchzulesen in aller Ruhe, denn erst dann, wenn man weiß, welche Vorteile die Kampfgruppe hat, erst dann kann man wirklich strategisch vorgehen und strategisch kämpfen und natürlich auch gewinnen. So, wenn ihr euch das durchgelesen habt, dann geht ihr auf Bestätigen. Dann wollen wir gleich ein Spiel starten. Das ist die neue Karte, die auch in der Erweiterung drin ist. Das ist das Oasen-Depot. Gehen wir auf Spiel starten. So, und jetzt muss ich natürlich auf der rechten Seite meine Kampfgruppe, mit der ich spielen will, auswählen. Natürlich werde ich die neu auswählen. Bestätigen. Dann könnt ihr eventuell, je nachdem wie, welche Einstellungen das ihr habt, schon was freischalten. Und dann geht's los. Ich wünsche euch sehr viel Freude und sehr viel Erfolg mit dieser Kampfgruppe. Berichtet mir vielleicht mal, wie ihr spielt. Vielleicht sehen wir uns auch mal in einer Schlacht, in einer Multiplayer-Schlacht. Ich bin Bischofsgeneral. Da könnt ihr mich dran erkennen. Und vielleicht spielen wir mal zusammen oder gegeneinander. Ich bin schon mal gespannt und freue mich auf euch. Jetzt aber schaut euch mal die Karte an, spielt mal und testet die Kampfgruppen mal aus. So, das war's jetzt in der Kürze. Das Ganze ist natürlich 100% free. Und ja, euer Teufelsgeneral.